Das bringt dir die Liebe. Lieber Fisch, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Caroline, ich bin deine Seelenflüsterin und wir gucken jetzt mal speziell in das Feld der Liebe für dich für circa die nächsten 4 bis 6 Wochen und du nimmst dir einfach all das mit, was für dich wertvoll ist. Es ist eine allgemeine Legung, das heißt, es muss nicht immer alles matchen bis aufs kleinste Detail, aber ich freue mich, wenn du sagst, cool Caro, ich konnte mir etwas mitnehmen. Und in diesem Sinne werde ich jetzt auch nicht lang schnacken, sondern wir gehen direkt rein und lassen uns von der Magie der Karten und der universellen Botschaften hier hoffentlich verzaubern. Bevor ich mit dem keltischen Kreuz und den Tarotkarten reingehe, werde ich dir aus dem Seelenpartner-Orakel-Deck eine Botschaft ziehen. Was ist jetzt wichtig für dich in der Liebe? Was erwartet dich in den nächsten 4 bis 6 Wochen als Fisch? Zack, zack. Zeige kleine Gesten der Freundlichkeit und zurück zu dem, was du liebst. Okay, für den einen oder anderen könnte es hier die Einladung tatsächlich sein, nochmal zu schauen und dich neu auszurichten und wirklich das neu zu gewichten, was du wahrhaftig willst. Diese nächste Zeit wird dich befähigen, nochmal richtig in das Thema Liebe einzutauchen und auch hier nochmal gucken, hey, die Mitfreude, die kleinen Gesten der Freundlichkeit öffnen einfach dein Herz. Und Liebe ist ja nicht immer nur Partnerschaft zu einem Menschen auf Liebesbeziehung, sondern auch zu Freunden, zu Arbeitskollegen, und zum wichtigsten Menschen deines Lebens und das bist du selber. Und hier heißt es, eine einfache Geste der Freundlichkeit kann dir neue Kraft schenken und deine Mitmenschen glücklich machen. Und wir sehen deinen momentanen Prozess, der dir eine Gelegenheit gibt, wirklich hier neu auszurichten, was du wahrhaftig willst. Für einige kann es auch sein, dass du jetzt ganz viele kleine Gesten achtsam wertschätzen darfst und dich wirklich hingeben darfst. Und schreib doch mal gerne in die Kommentare, gerade bei dem Punkt zurück zu dem, was du liebst. Bist du gerade vielleicht, ja, auf dem Weg zu schauen, okay, ich switche nochmal zu einer Person, die mir nicht mehr aus dem Kopf geht, die ich irgendwie schlecht loslassen kann. Ich bin auch gespannt, ob sich diese Person gegebenenfalls hier in den Karten präsentieren wird. Wir lassen uns überraschen. Schau dir auch gerne immer mal wieder meine Wunschpartnerlegungen an, wenn du einen speziellen Wunschpartner in deinem Herzen trägst. Grundsituation in Sachen Liebe für die Fische die nächsten 4 bis 6 Wochen. Was ist die Grundsituation für das Seelenkollektiv der Fische? Ui, schaut euch das mal an. Und da haben wir schöne Momente, die Erfüllung mit den 10 Kelchen. Die 3 Kelche sagen immer die Harmonie, Grund zu feiern, Grund in die Balance zu kommen. Hier kehrt neuer Frieden ein und gegebenenfalls für viele auch jetzt wieder der Schritt in eine Beziehung oder diese komplette Erfüllung in der Liebe, wenn du in einer Partnerschaft bist. Es könnte hier sein, dass du es mit einem Feuerzeichen zu tun hast oder aktiv die Initiative ergreifst, wenn du Single bist, dass du jetzt für diese Wunscherfüllung aktiv auf Menschen oder auf einen gewissen Menschen zugehst, um das zu fördern. Der König der Stäbe, der brennt, der ist attraktiv, der ist voller Feuer und Passion. Das heißt, der hat eine immense Ausstrahlung. Entweder aktivierst du die jetzt in der männlichen Energie, dass du aktiv wirst, oder da ist schon jemand in deinem Feld mit einer immensen Ausstrahlung. Auf Gedankenebene, was sind deine Gedanken? Da ist eine Strategie, ein Plan, ziemlich schnelles Handeln wird hier in der nächsten Zeit auch gedankentechnisch bei dir in einer immensen Klarheit aktiviert. Du spielst geschickte Schachzüge. Und es könnte hier auch sein, zurück zu dem, was du liegst, dass es jetzt diese Neugewichtung einfach in dem, ja, in dem Liebesspiel. Du schaust auf deinem Schachbrett gerade selber mal, okay, was hat dich zu Fall gebracht? Wie bist du wieder aufgestanden? Was war dein persönlicher Gewinn? Und was ist dir jetzt wichtig? Was möchtest du wirklich leben in der Liebe?
aber auch wirklich eine immense Klarheit. Das heißt, falls da Gedankenkarussell war in deinem Kopf, sieht mir das hier so aus, dass du jetzt ziemlich zügig und ziemlich geschickt unterwegs bist. Emotionale Gefühle. Und das ist die neue Welt, die sich hier zeigt. Das, was ich hier schon wahrgenommen habe, wenn du hier aus einem Gedankenkarussell kommst, dann öffnet sich jetzt hier wirklich eine neue Welt. Die zwei Schwerter, die unterliegende hier drunter umgedreht, bedeutet ja, und dann triffst du eine Entscheidung. Du gehst jetzt also wirklich aktiv ins Handeln. Gefühlstechnisch schwingt da immer noch so ein bisschen eine graue Plörre mit, aber nur, dass du hier siehst, in diesem grauen Wasser kehrt auch wieder die Farbe ein. Du hast sicherlich, wie wir alle auf irgendeiner Ebene, Enttäuschungen gehabt. In der Vergangenheit hat etwas nicht so geklappt, wie du es dir vorgestellt hast. Dann war da eine gewisse Frustration, eine gewisse, ja, ich bin irgendwie nicht erfüllt, ich gebe die Hoffnung ein bisschen auf. Und das ist dieses neue Kapitel, emotional dich komplett neu auszurichten, gigantisch. Und das ist so schön, weil hier wartet ja wirklich das absolute Happy End und die Verbundenheit und die Liebe auf dich. Was ist wichtig aus der Vergangenheit für dich jetzt zu wissen? Und was ist ein Thema aus der Vergangenheit? Königin der Kelche. Und das ist diese Sanftheit, die Liebe, das Gericht, das ist die Gerechtigkeit, eine Klarheit und auch diese Balance zwischen Kopf und Herz. Generell kommen jetzt nochmal die Momente deiner Gefühle hoch. Und das möchte ich gerne einmal klären auf die Königin der Kelche. Stabilität und Sicherheit, Entscheidungen. Welche Entscheidung hast du aus einer tiefen Herzenswärme getroffen? Und hier kann es sein, dass du schon den Grundstein gelegt hast, dass es jetzt in diese Erfüllung geht, die du dir wünschst. In diese Abenteuerlust, aber wirklich das Tiefgründige. Hier ist nichts mehr oberflächlich, sondern du möchtest ankommen. Und das ist auch so eine Erinnerungskarte, in dem Fall auch wirklich eine Kraftkarte, die hier in dein Feld kommt. Das sind nicht immer nur Themen, die hochkommen, damit man nochmal an irgendetwas arbeitet, sondern die Königin der Kelche, das ist die Königin der Liebe. Die Intuition, wirklich deine eigene Basis nochmal wahrzunehmen, aber auch empathisch zu sein, dieses Liebevolle, Verständnisvolle. Und hier hast du wahrscheinlich wirklich deine Qualitäten absolut ins Wachsen gebracht. Da war schon ein Gleichgewicht und jetzt kommt für mich wirklich, auch wenn hier noch so ein bisschen, Frustration ist oder eine gewisse Langeweile oder Enttäuschung, erinnert dich die Karte daran, hey, wie ich sie oben schon sagte, auch wenn du mal gefallen bist, wenn du mal auch vielleicht schachmatt warst in der Liebe, kannst du aber wiederum deine Spielerpüppchen neu aufstellen und dementsprechend mit der Erfahrung aus der Vergangenheit, mit der Reife, die du dadurch entdeckt und entwickelt hast, jetzt weitergehen. Wenn du aus einem emotionalen Gleichgewicht kommst und hier die Königin der Kelche vielleicht nicht ganz so in Balance war, obwohl die Balance hier steht, vielleicht hast du daran gearbeitet, wirst du auch festgestellt haben, da ist dann wirklich eine emotionale Wechselhaftigkeit, ein bisschen zeigt sie sich auch hier. Dann gehen wir gerne in diese Opferbadewanne, in diese graue Plörre. Aber das Wichtige ist, dass sie nie aufgibt. Die Königin der Kelche gibt nicht auf. Die macht immer weiter. Werte wie Treue, Loyalität, Stabilität, Familie sind dir scheinbar sehr, sehr, sehr wichtig. Und guck dir nochmal an, welchen Weg bist du in der Vergangenheit gegangen. Vielleicht auch Umwege. Und es kam dann auch aufgrund der ganzen Umwege hier zu einem gewissen Stillstand. Wo darfst du jetzt aktiv auf deinen Weg finden? Was ist die künftige Tendenz? Das ist dein Weg. 8 Kelche. Wir verdoppeln also die 4 Kelche. Du distanzierst dich
Schippers doppelt und dreifach in eine ruhige Zukunft rein. Hier haben wir ebenfalls mit den 6 Schwertern, der Tod unten drunter, die Transformation. In was geht's rein? In die Bewegung, Rat des Schicksals, eine positive neue Veränderung, Fügung, schicksalshafte Begegnungen, indem du dich hier wirklich emotional von einer Situation, die dich verletzt hat, in Frieden, wie die Königin der Kelche es tut, in Frieden, Liebe und Dankbarkeit wahrhaftig distanzierst. Und das kannst du feiern, denn die 8 Kelche sind ja kurz vor den 10 Kelchen, die wir hier als Grundenergie haben. Du lässt irgendetwas los. Du bist auf deinem persönlichen Fortschritt, gedankentechnisch, aber auch emotional. Du schreitest voran und somit werden sich dann wahrscheinlich, wird sich hier nach dem Mond wieder die Sonne am Horizont für dich zeigen. Eine Brücke, die gebaut wird, indem du aber deinen Weg beginnst. Es gab Menschen, die haben Fußspuren in deinem Herzen hinterlassen. Und guck mal, wie viel Emotionalität wir hier liegen haben. Die Liebe, alle, die ganze Kelchenergie hier zeigt ja wirklich, dass es eine sehr emotionale Zeit wird, aber auch eine sehr verbundene Zeit mit den richtigen Menschen an deiner Seite. Schauen wir mal, gibt es da eine nähere Information? Raus aus dem Gefängnis und das ist die Veränderung. Und da hast du Arbeit reingesteckt und ja, wirst wahrscheinlich jetzt gerade auch noch eine gewisse Kontinuität brauchen und eine gewisse Disziplin, um diese Veränderung in die Freiheit, es geht raus aus dem Knast, ja, das ist gerade wie Monopoly, du hast die Kauf dich aus dem Gefängnis Freikarte erreicht und kannst dich hier befreien und dich distanzieren, vielleicht sogar aus deiner eigenen Enge und du bekommst hier ein Auto an die Hand, womit du persönlich entscheiden darfst, wohin fährst du. Wir hatten den Wagen als, haben wir ihn noch hier liegen, als unterliegende Energie. Und das ist diese Bewegung, die reinkommt neben dem Rat des Schicksals, die Eigenverantwortung. Hier geht's wieder ab die Post. Hier kommt Bewegung in die Liebe rein. In welcher Hauptenergie bist du denn, lieber Fisch? Was ist die Hauptenergie von Fisch? Zack, Manifestation aus Gedanken wird Materie. Du bekommst eine neue Chance, eine erfolgreiche Chance. Die Chance, eine Beziehung in den Aufbau zu bringen. Hier mit dem König der Münzen. Kann es sein, dass das genau dein Traummensch ist? Ein Traum von Mensch, was aber jetzt hier auf lange Sicht in die Stabilität und Sicherheit geht. Kann ein Erdzeichen sein. Vielleicht hast du auch noch weitere Aspekte eines Erdzeichens in dir. Aber Stabilität und Sicherheit, Familie gründen. Das ist das, worum es gerade geht, dieses Geschenk, was dir gereicht wird, auch deine Versorgerin zu sein oder jetzt, dass eine Person zu dir kommt. Und das ist gerade, ja, du bist da aktiv auch bereit, in einen soliden Neuanfang zu gehen. Schreib's doch gerne mal in die Kommentare. Macht sich hier gerade schon der Neuanfang sichtbar, hier mit der Beziehung, die hier liegt, mit der Verbindung? Hast du aus heiterem Himmel jemanden kennengelernt oder du hast diesen Wunsch wirklich, ja, in die Stabilität und Sicherheit auf Verbindungs-, Beziehungs- und Liebesebene jetzt wirklich auch einzugehen? Denn Stabilität und Sicherheit zeigt sich hier definitiv und für viele von euch auch in Bezug auf einen Gegenüber. Was sind die äußeren Einflüsse, die auf dich zukommen? Die äußeren Einflüsse, die dich hier begleiten. Wie schön! Da bereitet schon jemand etwas vor. Hier mit den 4 Stäben entsteht, und das kann manchmal ziemlich spontan kommen, denn wir haben die 5 Schwerter, das heißt wie so ein Tornado, der bläst einmal komplett deinen Kopf frei. Du hast die Strategie, du hast einen Plan, du weißt, was du möchtest. Von außen kommt jetzt die Einladung der Harmonie, des Friedens, des auch wirklich mal des ordentlichen Feierns. Und das ist auch diese doppelte Bedeutung hier mit den 3 Kelchen, wo es eine ähnliche Einladung
an dich ist und ein Hinweis, jawollo, Spaß an der Liebe. Hier auch wieder sozial wirklich rauszugehen, feiern, Freude an Verbindungen zu haben. Und von außen wirst du jetzt noch richtig supported mit den richtigen Menschen, die jetzt an deiner Seite sind. Und eventuell darfst du auch jetzt die Erfahrung machen, wow, du musst gar nicht immer alles selber in die Aktion bringen, sondern auch du darfst einfach nur glücklich sein. Du bekommst so viele Gründe von außen, wirklich in die Glückseligkeit einzusteigen. Und das kann in einer Gruppe sein, dass du dort jemanden kennenlernst oder einfach wirklich diese tiefe Verbundenheit und Liebe jetzt vollends in dich und oder auf dich projizierst und das so richtig auftankst. Es gibt aber auch wirklich einen Grund zur Freude und es kann auch hier eine Verlobungsfeier oder eine Hochzeit liegen. Auch da, wenn du in einer Partnerschaft bist, schreib doch gerne mal rein, ist das gerade ein Thema? Hast du vielleicht den Wonnemonat, den du gerade hier nutzt oder auch den Sommermonat Juni, wo es in die Heirat geht? Schreib gerne mal rein. Deine Wünsche fallen mir zu Boden. Und deine Wünsche ist wirklich, ja, dein Wunsch ist die Wahrheit, die Klarheit, ein Durchbruchserlebnis. Endlich wieder hier deine Stimme zu finden, dafür aufzustehen, friedlich zu kommunizieren, aus der Dunkelheit in das Licht, förmlich diese dunklen Wolken zu durchbrechen und da wirst du auch unterstützt. Und was ist das große Ziel der nächsten 4 bis 6 Wochen? Als Fisch. Was ist die Tendenz des Zieles? Wofür dient es dir? Teamarbeit, Prioritäten setzen, auch die weibliche Energie hier nochmal zu beleuchten, um Brainstorming für die Heilung deiner emotionalen Schmerzen, dieser Frustration, was hier noch so ein bisschen als graue Plörre mitschwingt. Und das ist ja auch der Wunsch, ich möchte wirklich dieses Muster durchbrechen und das ist das Ziel. Die Königin der Schwerter, die Königin der Kelche, absolute Königsenergie. Und jetzt haben wir Kopf und Herz, kann dann im Einklang wieder zusammen agieren. Wie wundervoll ist das denn bitte? Dann hast du wirklich, das ist diese Chance auch, diese Chance, Halleluja. Hier kommt deine Wahrheit, die du sprichst. Du bist unabhängig, das heißt, du machst dich emotional nicht mehr abhängig. Du lernst, es zu genießen, aber ohne die Abhängigkeit. Und du gehst auch raus aus vielleicht einer Abhängigkeit, die da heißt, Liebe heißt Schmerz. Guck mal, was der Satz mit dir macht und schau dir gerne mal die Vergangenheit an, ob du das in Beziehungen, Freundschaften, in gewissen Bereichen immer mal wieder erfahren durftest oder gegebenenfalls sogar musstest. Mit den 3 Münzen arbeitet man an etwas. In dem Moment, du im Team, und wir haben hier auch die Dreierenergie, die heilige Zahl 3, die Dreifaltigkeit, die hier quasi auf dem Tisch liegt, mit den richtigen Menschen, die dich befähigen werden, kann es wirklich jetzt in die Wertschätzung. Das Ziel ist wirklich, dich zu wertschätzen, aber auch zu erkennen, dass auch in einer Beziehung, und das ist auch diese Wahrheit, die gesprochen werden darf, die du klar kommunizierst und dingfest machst, hey, wenn es hier wirklich eine Beziehung gibt oder auch in Gesprächen mit deiner bestehenden Partnerin oder mit deinem bestehenden Partner, dann wirst du hier klar kommunizieren. Liebe, ja, ist Arbeit. Arbeit ist nur oft negativ verhaftet, aber es bedeutet Einsatz von beiden. Das ist ein Team und das heißt nicht, toll, ein anderer macht's, sondern wirklich jeder tut seinen Part wirklich dazu beitragen, dass etwas erreicht wird, was sich hier emotionale Fülle, Ankommen, Stabilität und Sicherheit, was hier einfach liegt. Und du arbeitest auf etwas hin, voller Hingabe und Einsatz. Und hier sind wirklich richtig gute Chancen, dein Ziel auch zu erreichen und damit in die Klarheit zu kommen. Das ist dein Wunsch ja hier auch. Und dich somit von alten Verletzungen in Liebe zu befreien. Was ist die Kernbotschaft der Liebe an dich? Was erwartet dich? Folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Immer wieder und deswegen wahrscheinlich auch hier die Königin der Kelche, die dich hier nochmal daran erinnert,
Hallo, erinnere dich an deine Herzensstimme und auch hier zurück zu dem, was du liebst, diese Neuausrichtung. Was willst du wahrhaftig? Und dafür ist es wichtig, dass Kopf und Herz im Einklang sind. Dann haben wir ja eine gewisse Aggressivität im Juli. Der Juli könnte hier für dich noch mal feurig werden. Also der Juli ist, guck mal, der Juli. Hier kommen Veränderungen für viele im Juli oder zum Juli hin. Okay. Aus einer Situation, und das haben wir hier schon liegen, ist es wichtig, dass du jetzt wirklich, es ist Zeit, dich davon zu lösen. Und das könnte eine gewisse Stagnation, Aggressivität, Aggression, Traurigkeit, Frustration sein. Das geht und dann kommen hier wirklich die Veränderungen. Gegebenenfalls zu einem Vollmond oder einem Neumond um den Juli herum oder jetzt auch vielleicht schon im Juni. Das ist ja spannend. Werde zum Wellenreiter. Gibt es hier, schau mal, gibt es hier noch einen Hinweis auf diese neue Situation, diese Veränderungen? Soll ich oder soll ich nicht? Könnte deine Frage sein, dein Zwiespalt, in dem du dich gerade befindest. Aber was ist der Tipp, wenn du dich gerade in einem Zwiespalt befindest? Immer wieder Zeit mit dir auch allein zu haben, Nachdenken und Ruhe. Und das liegt hier schon mit der Einladung. Hey, du hast gerade einen Prozess, gib dir wirklich die Chance, nimm diese Chance, die hier liegt, am Schopfe, um dann hundertprozentig zu wissen, was willst du wahrhaftig? Und der Drache, hey, bleib bei dir, es wird feurig, wir sind im Jahr des Drachen und hier geht es auch wirklich um dich. Um dich, um deine Wahrhaftigkeit, raus aus Illusionen, rein in deine Visionen, Herzensvision, Klarheit, liegt alles tatsächlich schon hier. Lieber Fisch, ich freue mich auf deine Kommentare, Daumen hochs und schreib mir gerne, ne, ins Kommentarfeld, wie du in Resonanz gegangen bist und wie deine aktuelle Situation aussieht. Ich sende dir ganz viel Liebe und genieß die Zeit, genieß gerade auch jetzt, ja, jeden Sonnenstrahlen und flute damit dein Herz. Bis zum nächsten Mal.